Hallihallo, hier ist wieder euer Das Steffen Zockt zur nächsten Runde Let's Play Project Cars 2 und ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Runde. Das erste Rennen ist Dubai Autodromo International, eine sehr schöne Strecke, die ich auch sehr gerne fahre, aber es kommt halt drauf an, was für ein Auto ich habe. Und endlich mal ein Tagrennen und kein Regen. Das ist sehr, sehr schön, mal so Abwechslung. Ich glaube, da habe ich wieder sehr gute Chancen, nach vorne zu kommen, was das angeht. Perfekte Bedingungen auf Strecke. Und perfekte Wetterbedingungen. Da kann ich was reißen, auf der Strecke hier. Definitiv. Ich werde mich mal erstmal ein bisschen nach vorne boxen, aber diesmal so ordentlich wie es geht. Da ja perfekte Bedingungen sind. Dieses Mal. Da brauche ich nicht so auf die Brechstange gehen. Nicht so extrem. Daher passt das. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen ordentlich nach vorne. Weil ich natürlich auch viel leichter nach vorne komme. Wie ihr seht. Da habe ich nämlich überhaupt keine Probleme, mich nach vorne zu kämpfen. Aber da waren die letzten zwei Rennen wenigstens mal richtig schön spannend. Oh, Schilderung. Scheiße. Das war eindeutig zu spät gebremst. Eindeutig. Das war eindeutig mein Fahrfehler. Aber zum Glück nichts passiert. Mein Auto ist unbeschädigt. Ich muss nicht in die Box oder so. Was ich eh nicht gemacht hätte. Und wenn, hätte ich wahrscheinlich eh neu gestartet. Weil auf Boxen, da habe ich eh keinen Bock. Daher starte ich dann eher das Rennen neu. Anstatt in die Box zu fahren. Oh! Scheiße! Falsche Kurve! Ach, fick die Henne! Das war ein scheiß Fahrfehler von mir gerade, ne? Ohne Scheiß! Wo fahr ich denn lang? Da ging's doch gar nicht lang! Warum stand da keine Absperrungen? Da weiß, da lang geht's nicht! Das Spiel will mich wohl verarschen! Ich muss gute Position fahren, um sicher einen Podiumsplatz zu haben in der Gesamtwertung. Um die Championship-Serie hier zu bestreiten und zu siegen. Dass ich die nächste weiter kann. Nach der Runden hier. Naja, okay. Dass ich hier keine Schwierigkeiten habe, nach vorne zu kommen, ist das eh kein Problem. Wow, bam. Der hat mal richtig in die Seite geknallt. Habt ihr gerade gemerkt, wie das reingekracht hat? In der Fahrerseite. Schon krass, ne? Naja, alles gut. Ich achte schon drauf, dass ich heil ins Ziel komme und niemand vorbeilasse. Alles gut. Und diesmal fahre ich mal richtig rum. Wow, wow. Diesmal fahre ich nicht die falsche Streckenabteilung lang. Das kann ich mir hier nicht leisten. Weil es ein enger Kampf um die ersten drei Plätze ist. Auf dem Podium. Und in der Gesamtwertung. Die kann ich nicht so leichtfertig hergeben. Die Punkte. Auf keinen Fall. Da muss ich schon was machen dafür. Das heißt kämpfen, pushen und Brechstange, wenn es sein muss. Aber dieses Auto macht das echt Spaß. Ja, es ist ein geiles Auto. Das macht richtig Spaß, das zu fahren. Hat echt was.
Macht richtig Freude, das Auto. So, jetzt die Kurve hier einigermaßen gut nehmen. Ich muss jetzt nur noch heil ins Ziel kommen. Dann alles gut. Hier kommt die letzte Kurve. Wunderbar, sauberes Rennen. Und wieder ein erster Platz. Ich bin zufrieden. Richtig zufrieden, muss ich sagen, mit dem Rennen. Mein Team ist sogar noch Erster. Das ist schön. Nee, Team Venus. Nee, ich bin Zweiter mit meinem Team. Ganz knapp Zweiter. In der Gesamtwertung bin ich Erster. Nee, mein Team ist Erster. Oh, ich habe vielleicht geguckt. Ich gucke immer so zeitig. Hier ist es richtig. Okay. Da fahren wir noch ein Rennen. Und dann sind wir noch in der Klasse, glaube ich, auch schon so gut wie durch. Runde 6 von 6. Siehst du? Das Rennen noch und dann ist durch. Dann habe ich das geschafft. Fuji GP. Okay. Ja, die Strecke bringt auch Freude. Oh Mann. Na gut, versuchen wir unser Bestes. Mal sehen, was wir hier auf der Strecke erreichen. Auf jeden Fall, wenn ich vorne mitfahre an der Spitze, kann ich meine Position, denke ich mal, in der Gesamtwertung gut halten. Ich hoffe es mal. Wir werden es einfach mal probieren, was passiert. Und go, ins letzte Rennen der Saison der Asien Championship Serie. Jetzt heißt es alles oder nix. Scheiße. Ich bin im Prinzip jetzt geradeaus gefahren, weil ich die Kollision vermeiden wollte, aber trotzdem krache ich ein voll nein. Mist. So war es natürlich nicht geplant. Entschuldigung. Das war ein unbeabsichtigter Rammer. Im Prinzip bin ich nur geradeaus gefahren. Über die Abkürzung, dass ich keinen größeren Unfall verursache. Das war kein Abkürzen oder so. Nicht, dass da jemand hier in die Kommentare schreibt, hier, ey, du kürzt ab, du Arsch. Nein, nein, das war keine Abkürzung, definitiv nicht. Eigentlich wollte ich damit Unfall vermeiden, aber hat nicht ganz so geklappt, wie ich es wollte. Naja. So ist das halt. So. Upsala. Bleib auf Strecke, Kiste. Das ist das letzte des Rennen der Saison. Das muss ich sauber abschließen. Wenn ich so eine Scheiße zusammenfahren, das geht sonst echt schief. So, wunderbar. Und auf in die Gerade hier. Jetzt muss ich natürlich immer gegenhalten, weil mein Auto nach rechts zieht. Das kostet mir jetzt auf der Geraden natürlich sehr viel Schwung und Zeit. Das ist der Nachteil. Das kostet richtig viel Zeit und Schwung. Aber ich komme noch relativ klar mit der Kiste. Die Gegner hänge ich auch so leicht ab. Das ist auch schon mal ein gutes Zeichen. Sehr gutes Zeichen. Das heißt, trotz des Schadens am Auto des Rechtsstrahls komme ich relativ gut voran. Das erfreut mich. Dass ich hier so gut mit der Kiste vorankomme, trotz des Schadens an der Aufhängung. Dadurch werden zwar die Zeiten jetzt hier schlechter, von den schnellsten Rundenzeiten her, Sektorenzeiten her, weil ich mit der Kiste zu kämpfen habe. Aber Hauptsache, ich bleibe auf Strecke und bringe das Auto heil ins Ziel.
beim letzten Rennen der Saison. 1 Minute noch. Okay, alles klar. Die schaffe ich. Irgendwie schaffe ich die. Irgendwie. Auch wenn ich kämpfen muss, aber ich schaffe sie. Weil das bedeutet jetzt nämlich, ich muss noch eine ganze Runde fahren. Weil leider ist noch eine halbe Minute ist. Aber ich kann ja nicht stehen bleiben und warten, bis die oben ist. Da ziehen alle Gegner an mir vorbei und dann war's das. Also heißt es noch eine Runde durchhalten hier. Aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem. Die Runde noch irgendwie durchzuhalten und zu schaffen. Mit einem beschädigten Auto. Auch wenn es schwer zu fahren ist. Wenn ihr wüsstet, wie meine Hände immer bei solchen Spielen schwitzen, wenn ich mit Controller spiele, ich habe immer richtige schwitzige Hände, ohne Ende. Da fällt mir dann richtig schwer, auch den Controller ordentlich festzuhalten, weil der immer ein bisschen rutscht in der Hand und versucht aus der Hand zu flutschen. Weil meine Hände so schweißig sind. Das ist echt nervig, wenn man echt stark schwitzende Hände hat. Dann zockt und immer zu tun hat, den Controller in der Hand zu halten, dass er nicht rausrutscht durch den Schweiß. Naja, ist halt so. Ich bin eh ein Mensch, der sehr schnell schwitzt, daher ist das eh kein Wunder. Ist halt zwar nervig, wenn man so doll schwitzt oder sehr schnell schwitzt, aber da kann man halt nichts machen. Jeder Körper ist halt anders. Und ab durch Start und Ziel. Wunderbar. Saubere letzte Runde einigermaßen. Fahr nochmal eine schöne schnellste Runde. Mit über eine Sekunde nochmal eine Bestzeit reinfahren. Das ist sauber. Das gefällt mir doch. Das gefällt mir doch. Sauber, sauber. Schön. Das war ein gelungenes letztes Rennen. Einen schönen Vorsprung ausgeholt, bin noch Erster geworden und unser Team ist auch Erster geworden mit über 100 Punkten und das werde ich erst mit 86. Sauber! Und wir haben einen schönen Pokal bekommen dafür. Das erfreut mich doch. 3 Podien, 3 Siege, Gesamtpunkte 91. Besser kann's doch gar nicht laufen. So. Jetzt haben wir einen Haufen Glückwünsche. Und dann in der nächsten Folge würden wir die WSCR-Klasse fahren. Die CSR World Championship. Und ja, aber jetzt erstmal wird die Folge beendet. Denn die Zeit ist schon wieder leider um. Ich hoffe, ihr hattet wie immer viel Spaß beim Zuschauen gehabt und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Project Cars 2 mit und von eurem Dars Steffen zockt. Schaut wie immer auch gerne bei meinen anderen Let's Plays vorbei, würde mich darüber freuen. Oder bei meinen Livestreams oder lasst auch gerne mal ein Like, Abo oder Kommentar da, würde mich sehr darüber freuen. Schau mit V und möge das Rennfahrerblut und die Macht mit euch sein, meine Zuschauerfreunde und Rennfahrer. Bye bye, euer Dars Steffen zockt. Hey hey, meine Freunde, Zuschauer und Fans, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like oder Abo da, worüber ich mich sehr freuen würde. Ihr könnt auch gerne einen Kommentar da lassen, euer Feedback oder Kritik, wenn euch was nicht gefallen hat oder was euch besonders gut gefallen hat. Und ihr könnt natürlich auch auf meinen anderen Let's Plays vorbeischauen, die auf meinem Kanal laufen. Denn es laufen zu diesem Projekt noch 3 weitere Let's Plays auf meinem Kanal. Und ihr könnt auch gerne freitags 20.45 Uhr bei meinen Livestream vorbeischauen. Würde mich ebenfalls sehr darüber freuen. Und ja,
Das tut, könnt ihr auch gerne meinen Kanal weiter teilen oder auch für ihn Werbung machen, wenn ihr das gerne möchtet. Ich würde mich freuen über noch viel mehr Zuschauer und Abonnenten, die ich mit meinen Videos glücklich machen kann und die sich freuen, meine Videos anzuschauen. Und ja, das war's eigentlich schon im Grunde, was ich so noch sagen wollte zum Abschluss des Videos. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, zum nächsten Video, an einem der anderen Aufnahmetage, besser gesagt, Let's Play-Tagen, wo sie erscheinen, also am Dienstag, Donnerstag oder Samstag. Bis dahin, eine schöne Zeit, euer Darth Steffen zockt. Möge die Macht mit euch sein, meine jungen Padawane, Zuschauer und Fans. Ciao, ciao, ciao mit Doppel-V, euer Darth Steffen zockt.